Euch ein bisschen in die Höhe entführen und mit euch einen Ausflug in die großen Höhen machen. Das freut mich besonders, weil der heutige Tag, exakt der 40. Jahrestag der Erstbesteigung des Everest ohne Sauerstoff ist, Havila und Messner. Also insofern ist das ein sehr schöner Zusammenhang, wo sich der Bogen für mich schließt. Interessenskonflikte habe ich keine zu deklarieren, außer das Interesse, Ihnen die Berge oder die Freude an den Bergen nahezubringen. Ich werde nicht nur auf die Notfälle eingehen, sondern ich möchte euch ein bisschen was erzählen, auch was die Herausforderungen in der Höhe und in der großen Höhe sind, womit wir zu rechnen haben, was dort doch anders ist als in unseren Bergen. Und deswegen ein paar einleitende Worte, wann wir überhaupt über die Höhe oder Höhenbergsteigen reden. Die Berge, die bei uns hauptsächlich sind, ist die sogenannte mittlere Höhe bis 2.500 Meter Höhe. Da kann sich der Körper sofort anpassen, da hat er üblicherweise keine Probleme und da treten auch höhenspezifische Erkrankungen üblicherweise nicht auf. Ab einer Schwellenhöhe, sogenannten Schwellenhöhe von 2.500 Meter, das ist aber eine empirische Höhe, kann es zu höhenspezifischen Symptomen, zu höhenspezifischen Krankheiten, zu höhenspezifischen Notfällen kommen. Wie gesagt, das ist nur eine beobachtete Höhe, das niedrigste tatsächlich deklarierte Höhenlungenödem war auf 1400 Metern, das niedrigste Höhenhirnödem, das diagnostiziert worden ist, ist auf 1800 Meter, also durchaus auch im Bereich von mittleren Höhen, ist aber äußerst ungewöhnlich. In diesen großen Höhen können die höhenspezifischen Erkrankungen auftreten. Der Körper kann sich an diese Höhen anpassen bis zu einer markanten Grenze von 5340 Meter. Warum ist das so genau bekannt? Aconchilla in Chile ist die höchste dauerhaft bewohnte Siedlung, ist eine Kupferminensiedlung und daher weiß man, dass bis dorthin der menschliche Körper sich dauerhaft anpassen kann. Darüber ist nur mehr ein kurzfristiger Aufenthalt möglich mit allen Problemen, die in der extremen Höhe dann auftreten können. Da läuft der Körper auf Notstromaggregat, da ist eine dauerhafte Anpassung nicht möglich. Er hat bekannte Namen wie die Todeszone zum Beispiel. In der extremen Höhe sind wir ausgesetzt einem permanenten Katabolismus. Die längste Dauer, zumindest dokumentiert, die in der extremen Höhe überlebt worden ist, Kurt Diemberger am K2, der vom letzten Hochlager den Abstieg nicht schaffen konnte durch Wettersturz, waren 7 Tage, was ich weiß. Von 11 Bergsteigen, die oben eingeschlossen waren, sind nur 2 lebend heruntergekommen. Also in der extremen Höhe ist dann tatsächlich ein dauerhaftes Überleben nicht möglich. Wenn wir von Höhenbergsteigen sprechen, dann muss man auch unterscheiden, was machen wir in der Höhe. Die meisten, die Höhentouristen sind, machen Trekking. Der Unterschied zwischen Trekking und Expeditionsbergsteigen ist, dass man üblicherweise beim Trekking in der Höhe ist, wo man sich dauerhaft anpassen kann, dass nicht so lange Tage sind, dass man hauptsächlich auf Wegen geht, also in einer guten Infrastruktur, geringe Traglast, also nur Tagesrucksäcke, geringe Schlafhöhendifferenzen, was für die Akklimatisation wichtig ist. Und das Expeditionsbergsteigen ist dann schon eine Etage anstrengender, wo man dann in den Hochlagern auch selber tragen muss und das in der großen Höhe. Die Extremsportart mit der höchsten Todesrate ist das 8000er Bergsteigen. Also es ist auch da wiederum ein Unterschied zwischen Trekking, wo die Mortalität nur sehr gering ist, und das Expeditionsbergsteigen, wo die Mortalität doch markant ansteigt. In negativer Weise duellieren sich der Mount Everest, der K2 und die Annapurna, wer der gefährlichste Berg ist. Aber von geglückten Mount Everest-Besteigungen eine Todesrate von 4:1 ist gar nicht so gering. Viel höher ist auch noch die Erkrankungs- und Verletzungsrate in der großen Höhe, wenn man schaut, dass praktisch jeder vierte Höhenbergsteiger in irgendeiner Weise ein Gesundheitsproblem haben kann, ist es also eine Spielwiese, die durchaus mit Respekt zu beachten ist. Womit wir oben zu tun haben in der großen Höhe, ist einerseits mit der Temperatur, die Kälte nimmt ab. Was physiologisch das große Problem ist, ist der abfallende Luftdruck. Wenn man da schaut auf in etwa die Größe 5500 Meter, da ist der Barometerdruck nur mehr ungefähr 50% des Barometerdrucks wie hier in Graz. Damit logischerweise auch der Sauerstoffpartialdruck, der Motor ist, um das Blut mit Sauerstoff zu versorgen, mit Sauerstoff zu oxygenieren.
Wenn ich Notfallmedizin und das zeige, ich habe auch recht viel auf Intensivstationen gearbeitet, Astrup ist das, finde ich, ein ganz netter Astrup, BaO2 von 28, BaCO2 7,5 und ein pH-Wert deutlich im alkalischen Bereich. Das ist in der Höhe ein normaler Astrup, eine normale Atemgasanalyse. Andere haben am Mount Everest-Gipfel anderes vor, als Atemgase zu sammeln. Chris Pizzo, American Medical Research Expedition to Everest, 81, hat die Atemgase gesammelt und das war sein Gascheck sozusagen am Gipfel des Mount Everest. Verglichen mit uns, deutliche Abnahme. Akut, wenn Sie akut aus dem Hubschrauber am Everest-Gipfel absteigen würden, würden Sie innerhalb von Sekunden einen Herz-Kreislauf-Stillstand, also zuerst das Bewusstsein verlieren und dann einen Herz-Kreislauf-Stillstand bekommen. Das ist natürlich nur zu schaffen, zu überleben in einer Extremsituation der Physiologie und nur wenn der Körper dauerhaft und gut angepasst ist, bis dorthin. Also das sind die Grenzen der Physiologie und damit müssen wir uns einfach beschäftigen, wenn wir das Expeditionsbergsteigen bearbeiten wollen. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn man sich da das Pulsoxy anschaut, das Pulsoxy zeigt eine Sauerstoffsättigung, wenn man es nicht so gut sehen kann, von 74%, einen Puls von 107. Diese Sauerstoffsättigung ist auf 5000 Meter ganz normal. Ja? Also das, was bei uns als Notfall, in der Notfallmedizin hier durchaus die Alarmglocken schrillen lässt, das ist in der großen Höhe durchaus die normale Physiologie, wenn Sie so wollen. Ich lasse nur das Video fertig laufen, es kommt dann gleich das nächste. Also der Wind hat man auch ganz gut gehört. Hoppala, Entschuldigung. Ich hoffe, man hört das auch. Ist auch im gleichen Zelt aufgenommen. Alle halten die Luft an, ihr auch. Ja. Jetzt kommen wieder Atemzüge. Ja. Ist, glaube ich, ganz eindrucksvoll, also eine Chain-Stokesche Atmung. Das heißt An- und Abschwellen der Atemfrequenz, wieder eine Pause. Wenn wir gemeinsam das anhalten, sind das gut eine halbe Sekunde. Jetzt fängt er dann noch einmal an zu atmen. Das ist für uns hier ein Alarmzeichen, ein Zeichen für Notfall. Das ist in der großen Höhe durchaus was Übliches. Ich danke den 4 Bergsteigern, die mit der Hilfe des Vereins, für den ich auch tätig bin, AG Alpinmedizin, bei der Trutzby-Expedition, das ist ein selten bestiegener 6000er zwischen Kirgisistan und China, diese Bilder oder diese Filme gemacht hat und uns zur Verfügung gestellt hat. Ich finde recht eindrucksvoll, weil sie doch zeigen, wo die Physiologie noch immer uns Notfallmediziner durchaus beschäftigen kann. Das Problem in der großen Höhe ist die Akklimatisation, also die Anpassung an die Höhe. Der Körper kann sich bis zu dieser Höhe von 5340 Meter anpassen. Der Akklimatisationsvorgang ist ein individueller Vorgang. Man kann ihn nicht genau abschätzen. Es fallen da viele Maßstäbe rein, wie Ernährungszustand, Robustheit, psychische Belastbarkeit. In diesem Akklimatisationsvorgang läuft der Körper auch in einer kritischen Anpassungsphase auf Notaggregat, auf Sympathikotonus und in dieser Anpassungsphase kann es zu den typischen höhenspezifischen Erkrankungen, höhenspezifischen Notfällen kommen. Die Akklimatisationsdauer ist definiert in etwa auf 4000 Meter 3 bis 6 Tage, auf 5000 Meter 1 bis 2 Wochen, manche schneller, manche langsamer. Tatsache ist, dass das Höhenbergsteigen Zeit braucht. Wenn Sie jetzt mit diesem Wissen eine Tour von Kilimanjaro, 5800 Meter buchen, dann wissen Sie, das ist eine Expedition von 7 Tagen mit angeschlossener Safari auch noch, 5. Tag Gipfeltag üblicherweise, und das wird kommerziell so angeboten, da laufen Sie permanent in dem Akklimatisationsvorgang, also permanent in einer kritischen Anpassungsphase. Sie sind auf dem ganzen Berg, die nie angepasst an die Höhe und laufen mehr oder weniger immer Gefahr, höhenkrank zu werden. Die Anpassungsphase selber braucht Zeit, braucht Ruhe und braucht eine halbwegs geordnete Umgebung und das müssten Sie einfach tun. Und diese Anpassung, die Akklimatisation gilt immer nur für die Höhe, die Sie gerade erreicht haben. Ja, also wenn Sie wieder eine Höhenstufe höher steigen, dann läuft der ganze Akklimatisationsvorgang von vorne wieder los. Man passt sich also schrittweise an die Höhe an.
Das ist vielleicht für Sie interessant, wenn Sie eine Höhenfahrt planen, dass Sie dahingehend das Höhenprofil überprüfen. Völlig normal in der großen Höhe ist Atemnot, Völlegefühl ist Beklemmungsgefühl im Zelt, Unterhautödeme, also die Dame, die daneben ist, ich durfte sie fotografieren, dankenswerterweise war auf unserer Expedition in Nepal, hat ganz schmale Augenlider, zugeschwollene Augen wie ein Chinese. Das ist normal, nächtliche Apnoephasen, ich habe es Ihnen zeigen dürfen bei meinen Kollegen, bei meinen Bergrettungskollegen da in Kirgisistan. Häufige Harnflut, nächtliche Harnflut. Alles das ist normal, ist kein Zeichen für Höhenkrankheit, ist aber das Zeichen, dass der Körper an diese Höhe noch nicht angepasst ist. Ich schließe den Kreis zu Peter Havela und Reinhard Messner vor 40 Jahren. 40 Jahre ist noch nicht so ganz lange her. Dätjen, die älteren Kollegen unter uns, mich eingeschlossen, kennen Dätjen noch als Physiologen. Und er wurde gefragt vor der Reise, ob ohne Sauerstoff der Everest überhaupt möglich ist. Und er hat sich da sehr skeptisch geäußert, ob das nicht bleibende Hirnschäden verursacht. Allen Unkenrufen zum Trotz sind wir noch bei Trost, haben sie ihm geschrieben, als Kennzeichen, dass man da oben also keinen dauerhaften Hirnschaden bekommt. Der höhenmedizinische Notfall, der das zentrale Thema sein soll, das war also die Einführung, warum etwas passiert, möchte ich in ein paar Folien mit Ihnen durchbesprechen. Dieses kleine Wimmel da hier ist mein höchster Berg bis jetzt, Island Peak, 6200 Meter. Ist also recht interessant, auf 6000 Meter zu stehen und noch einmal 2000 Meter in die Höhe zu schauen. Der Berg daneben ist der Lhotse und diese Flanke, die Südflanke, ist die größte einsehbare Felsflanke der Welt mit 4000 Höhenmeter von der Basis bis zum Gipfel. Worüber ich nicht sprechen werde mit Ihnen, das ist über Erkrankungen sozusagen oder Notfälle, die auch bei uns vorkommen können. Das ist zweitgradige Erfrierung, wird wieder, das ist drittgradige Erfrierung, das wird wohl nichts mehr werden. Worüber ich auch nicht sprechen möchte mit Ihnen, sind bei uns, in unseren Breiten, nennen wir es banale Traumata, die aber in der großen Höhe, das soll bitte auch immer wieder berücksichtigt werden, lebensbedrohlich sein können. Die bekanntesten habe ich rausgenommen, vielleicht kennst du eine oder die andere von Ihnen. Doug Scott, Ogre ist ein Berg im Karakorum, ein sehr schwieriger Besteigender. Chris Bonington und Doug Scott haben ihn erst bestiegen, 77, und beim Abseilen ist Doug Scott ins Seil gestürzt, hat sich beide Knöchel gebrochen, kurz unter dem Gipfel, und ist dann quasi, Gott sei Dank, wie er schreibt, ist das Knie nicht betroffen gewesen, hat sich dann mit dieser banalen Fraktur, wenn ich so sagen darf, nur immer mit den Knien abgeseilt. Im Basislager hatten sie beide schon für tot geglaubt. Sie haben dann von der Basis auf Knien robbend, hat er 7 Tage gebraucht, um ins Basislager zu kommen. Das Basislager war schon leer. Er hat es überlebt. Also Sie sehen, auch eine Banalität wie ein Beinbruch kann durchaus lebensbedrohlich sein in der großen Höhe. Joe Simpson, vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen den Film gesehen, Sturz ins Leere. Er war in Peru, auch beim Abseilen. Er hatte leider eine Knieverletzung dabei, ist von seinem Partner abgeseilt worden. Sie haben Seile zusammengeknüpft. Beim Abseilen ist dann dieser Seil, hat sich gefressen im Karabiner, und der obere Haltende hatte keine Chance mehr, dieses Seil zu entlassen. Er hatte nur mehr die Möglichkeit, seinen Partner abzuschneiden. Dieser Partner, der Joe Simpson, mit gebrochenem Bein ist abgestürzt, ist in eine Gletscherspalte gestürzt mit gebrochenem Bein. Alle haben vermutet, er war tot. Die Gletscherspalte hatte unten wieder einen Ausgang. Er ist herausgerobbt und ist dann buchstäblich auf allen Vieren, hier liegt er, dann ins Basislager zurückgerobbt. Auch da waren seine ganzen Kleider schon verbrannt, weil sie geglaubt haben, er ist am Berg geblieben. Ein recht eindrucksvoller Dokumentarfilm, Sturz ins Leere. Wenn man die ganze Plakativität wegstreichen will, ist es durchaus sehenswert. Also durchaus einfache Traumata, die in der großen Höhe zu Notfällen führen können. Worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, sind die klassischen höhenspezifischen Notfälle, High Altitude Syndromes, Acute Mountain Sickness, also die akute Bergkrankheit, das Höhenhirnödem, das Höhenlungenödem, wobei man dann noch immer nicht schlüssig ist, ob das eine Entität ist, und das ist mein Herangehen aus der Literaturrecherche, ob die Acute Mountain Sickness ein Vorbote ist von den anderen Erkrankungen. Der Vollständigkeit halber erwähnt auch die lokalen Ödeme, die geschwollenen Augenlider, die aber kein
kein Vorbote der schweren Hirnerkrankungen sind. Und etwas schwierig einzustufen sind die retinalen Blutungen, die auch ohne Vorboten entstehen können, die zwar nicht lebensbedrohlich sind, aber die durchaus zu dauerhaften Schäden der Retina führen können. Die Inzidenz, die Häufigkeit der leichten Form der Acute Mountain Sickness ist recht hoch. Nahezu jeder zweite Höhenbergsteiger hat diese Symptome. Ein Zug fährt von Lima über einen 4000 Meter hohen Pass, da hat jeder der Mitfahrer höhenspezifische Symptome. Höhenhirnödem und Höhenlungenödem, die gefährlichen, wenn ich so sagen darf, die gefährlichsten höhenmedizinischen Notfälle haben zwar eine sehr hohe Letalität, sind aber Gott sei Dank sehr selten. Und sie sind meines Erachtens immer Folge von einem taktischen Fehlverhalten in der großen Höhe. Also meines Erachtens müsste niemand an diesen Erkrankungen erkranken oder gar sterben. Was vielleicht wichtig ist, auch für die Beratung oder für Sie, wenn Sie selber raufgehen, es ist nicht buchstäblich, dass Sie in der Höhe ankommen und 2 Minuten später sind Sie höhenkrank, sondern die höhenspezifischen Erkrankungen treten immer mit einer Latenzzeit ein, zumindest 6 Stunden, meistens 1 bis 2 Tage nach Erreichen der Höhe. Ja? Also Sie brauchen nicht am Ende des Tages gleich Sorge haben, dass Sie da ins Höhenhirnödem oder Höhenlungenödem abgleiten. Die milde Bergkrankheit hat das Leitsymptom Kopfschmerz. Kopfschmerz alleine ist noch nicht Bergkrankheit, sondern Kopfschmerz plus Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Übelkeit, Appetitlosigkeit plus einem dauerhaft erhöhten Ruhepuls plus peripheren Ödemen. Ja, also die milde Bergkrankheit ist per se meines Erachtens kein Notfall. Sie kann aber der Vorbote sein für die schwereren Notfälle und sie sollte deswegen auch berücksichtigt werden. Es ist tatsächlich ein pochender Kopfschmerz, den sich jeder, der ihn einmal hat, merken wird. Die schwere Bergkrankheit oder das Höhenhirnödem, High Altitude Cerebral Edema, ist das Leitsymptom Walking Like a Drunk, also gehen wie ein Betrunkener, man kann nicht mehr gerade gehen, verbunden mit schwersten Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit, Halluzinationen, vernunftwidriges Verhalten, kann auch vielleicht den einen oder anderen in unseren Bergen betreffen, aber da tatsächlich, wenn Sie diese Bergberichte lesen, mit diesem Wissen, dass sich Leute dann bei deutlichen Minusgraden anfangen auszuziehen, in die falsche Richtung abzusteigen, sich aus dem Seil auszuhängen. Alles das spricht durchaus auch für diese höhenspezifische Risikosituation. Und das Höhenlungenödem hat vielleicht die schwierigst einzuschätzenden Symptome. Das Kardinalsymptom ist plötzlicher Leistungsabfall und das ist in der großen Höhe schwierig einzuschätzen, vor allem wenn man da eh in einer schönen Umgebung ist und gerne mal eine Fotopause macht, das ist auch okay so, aber wenn alle halbe Stunde eine Fotopause ist, wenn man tatsächlich aus einer großen Leistungsfähigkeit auf einmal buchstäblich bei jedem dritten Schritt stehen bleibt, nach Luft ringt, ist das ein Zeichen, vielleicht ein bisschen ein leises Zeichen. Man sollte nicht auf typische Lungenödem-spezifische Symptome warten. Wenn Sie sich Ihren Notfallkoff, Ihre Notfallausrüstung in Erinnerung rufen, dann ist die Notfallapotheke des Expeditionsarztes denkbar gering. Wir haben nicht viel zur Verfügung. Selbst wenn wir es hätten, es ist ein logistisches Problem, das auch vor Ort zu haben. Das, was Sie rechts oben hier sehen, ist eine transportable Druckkammer, die jetzt als Hot Shower, also als Dusche dient. Das war die Druckkammer von dieser American Medical Research Expedition to Everest. Das ist natürlich schwierig, sowas hinaufzutransportieren, maximal ins Basislager. Wenn man nicht ganz unvernünftig ist, wird bis zum Basislager an der Akklimatisation keine dieser höhenspezifischen Notfallsituationen eintreten. Die Notfallsituationen treten dann darüber ein, wo sich der Körper nicht mehr dauerhaft anpassen kann. Und da gibt es nicht einmal eine Handvoll an Medikamenten, die etabliert sind, wobei das natürlich nicht evidenzbasiert ist. Man hat keine großen Studien dazu, sondern das sind einfach Erfahrungsberichte, das sind sehr alte Präparate, die aus unseren Apotheken und Notfallköffern wahrscheinlich schon verschwunden sind. Mit diesen Medikamenten hat man bei den höhenspezifischen Notfällen noch die beste Erfahrung und sie werden nicht ausgetauscht, bis man nicht etwas Neues
findet. Ein altes Diuretikum, das Diamox, ist ein etabliertes Medikament für die milde Höhenkrankheit, Nifedipin, also das Adalat, als Senker des Lungenhochdruckes hat die Indikation oder ist das Notfallmedikament für Höhenlungenödem. Und das Dexamethason, also Cortison, ist das Notfallmedikament für das Höhenhirnödem. Viel mehr haben wir nicht. Das ist das mit einem gewissen Algorithmus, den ich dann danach drauf habe, was man in der großen Höhe an Notfall anbieten kann. Höhenkopfschmerz, ein Ibuprofen ist ganz gut. Von den neuen Medikamenten vielleicht etabliert wird das Sildenafil, also das Viagra, weil es auch als im Notfall, im Höhennotfall die angenehme Wirkung hat, dass es den Lungenhochdruck senken kann. Ja? Sauerstoff ist es leicht geschrieben, bei Höhenlungenödem und Höhenhirnödem 6 bis 10 Liter pro Minute, danach 2 bis 4 Liter. Sie sind da oben aber in einer extremen Situation, weit weg jeder Zivilisation. Wie lange haben Sie den Sauerstoff? Wie viel wollen Sie denn rauftragen, um diesen Verunfallten dann damit zu versorgen? Also es ist tatsächlich ein logistisches Problem, wie viel Sauerstoff nimmst du mit? Eine physikalische Methode, die ganz gut ist, ist der Überdrucksack für die schweren Erkrankungen. Da legt man den Verunfallten hinein, man hat eine Fußpumpe draußen und man simuliert den Abstieg. Ja? Wir machen immer wieder mit Studenten von der AG Alpinmedizin Ausflüge auf den Dachstein, wo unsere Forschungsstätte ist. Da sind also dankenswerterweise Fotos von so einer Übung. Also meistens lächeln die tatsächlich Verunfallten nicht aus dem Fenster, liegt drinnen, außen wird gepumpt und damit wird der Luftdruck und damit auch der Sauerstoffpartialdruck in dieser Kabine erhöht, in der Hoffnung, dass man dem verunfallten Körper simuliert, er ist auf einer niedrigeren Stufe, damit er wieder aus dem Höhenlungenödem, Höhenhirnödem zurückkommt, besser wird und damit wir eine Überbrückung schaffen, dass er selbstständig absteigen kann. Natürlich kann man in diesem Sarg ihn nicht runtertragen und natürlich sind die Maßnahmen notfallmedizinisch, also Überwachung, Intubation, was auch immer, da sehr eingeschränkt. Das ist kein Thema. Üblicherweise in der großen Höhe legt man auch einen Höhenmesser hinein und da kann man dann schauen, wie weit man den simulierten Abstieg hinuntergebracht hat. Hausnummer liegt auf 7000 Meter, sie simulieren auf 6000 Meter, er klart wieder auf, er wacht wieder auf, seine Atmung wird besser, raus aus der Kabine, 100, 200 Meter unter Beobachtung absteigen, wieder in diesen Überdrucksack rein und so Step by Step hinunterkommen, sehr aufwendig. Und Sie können gerne auch mal das probieren, mit dieser Fußpumpe da permanent den Druck hochzuhalten und dann machen Sie das bitte oben, wo Sie selber am Rande der physiologischen Leistungsfähigkeit sind. Also schöne Theorie, sehr gut, kein Thema, kann funktionieren, aber oftmals scheitern diese Rettungsaktionen dann auch an der eigenen Reservekapazität der Betreuenden. Das Schema der UIA zeigt im Prinzip das auf, was ich gezeigt habe. Also Kopfschmerz alleine ist keine höhenspezifische Erkrankung. Zu der Acute Mountain Sickness gehören eben auch Symptome wie Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schlafstörungen. Das per se ist meines Erachtens noch kein Notfall, aber kann sich entwickeln zu Höhenhirnödem mit dem zentralen Leitsymptom Ataxie oder zum Höhenlungenödem mit dem zentralen Leitsymptom plötzlicher Leistungsabfall und Atemnot. Wenn das in diese Richtung geht, wenn möglich Abstieg, wenn möglich Sauerstoff und Dexamethason, zuerst 8 Milligramm oral oder IV und dann 4 Milligramm alle 6 Stunden. Wie gesagt, das sind empirische Daten, Beobachtungsdaten, Studien in der großen Höhe mit sehr vielen Variablen, was hat er gegessen, wie ist die Kälte, wie ist der psychische Zustand und so weiter, werden Sie so bald nicht bekommen. Und eben den Überdrucksack, auf der anderen Seite Höhenlungenödem, auch wieder Abstieg Sauerstoff über Oberkörper hochlagern, den lasst ihr eh nicht hinlegen, und Nifedipin-Gabe mit 20 Milligramm
alle 6 Stunden. Was mich in dieser Auflistung der UEA wundert, ist, dass das Acetazolamid, das Diamox, eigentlich das primäre Medikament in der Höhe erst sehr spät kommt, nämlich da herunten. Ich persönlich würde es aus dem, was ich da jetzt gesagt habe und aus dem, dass das Nebenwirkungsprofil sehr gering ist und es eine gewisse Hilfe ist, die Höhe besser zu tolerieren, weit vorne einsetzen. Also für mich ist das Acetazolamid, das Diamox, durchaus ein Therapeutikum schon der Acute Mountain Sickness. Das Wichtigste in der Höhe ist, wenn man Höhensymptome hat, dann hinuntergehen auf das Level, wo man sich zuletzt wohlgefühlt hat. Der Abstieg ist die Therapie der Höhenkrankheit und ist gleichzeitig die Prävention vor einem höhenspezifischen Notfall. Was man auch bedenken soll, man glaubt, man hat die Reiserückholversicherung und alles abgeschlossen. Die höchste tatsächlich geglückte Hubschrauberbergung war knapp 7000 Meter mit einer sehr starken Maschine, eher Zermatt, also die Schweizer Bergrettung. Daniel auf der Platten hat auf 7000 Meter in der Annapurna jemanden rausgeflogen mit einem Fishtail, also mit einer sehr starken einmotorigen Maschine, leergeräumt, gerade die Kufen ausgesetzt. Am Manaslu hat man das dann noch einmal probiert. Ich glaube, das war 200 Höhenmeter weiter oben, eine Todbergung von also einem verunfallten Bergsteiger, die geglückt ist, aber viel weiter rauf geht es nicht. Also Sie können die Notfallversicherung haben, über 7000 Meter kann Sie niemand rausfliegen, ja? Weil einfach der Luftdruck so dünn ist, dass er keinen Auftrieb mehr bekommt. Sollten Sie die terrestrische Rettung für sicher erachten, dann ist das sicher eine sehr unangenehme Weise, die tagelang geht, also auf den Rücken eines Porters geschnallt und das dann mit schwersten Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot, Schaukelpartie über Stock und Stein, ist also nicht mit unseren Notfallsversorgungen zu vergleichen. Also das sind einfach die Limitationen, der sich jeder bewusst sein soll, wenn er in die große Höhe geht. Die Prävention ist das Wichtigste, das heißt, meine Aufgabe auch als Höhen- und Expeditionsarzt ist, die Bergsteiger dahingehend vorzubereiten, dass es eben nicht zu dem Notfall kommt. Akklimatisationstaktik ist nicht zu schnell zu hochsteigen, 300 bis 600 Höhenmeter pro Tag, bestmöglich unter 1000 Höhenmeter pro Tag Schlafhöhendifferenz bleiben. In der Anpassungsphase keine Anstrengungen, also mit leichtem Gepäck und nicht da jetzt da irgendwelche gewaltigen Übungen in Vorbereitung auf einen 8000er Climb High, Sleep Low, also wenn möglich ist, dann nicht am höchsten Punkt schlafen, sondern über den Pass noch drüber gehen, ein bisschen absteigen. Der Körper merkt sich sozusagen, dass es noch dünnere Luft gibt und damit ist auch das eine gewisse Prävention für höhenspezifische Erkrankungen und unterstützt die Akklimatisation. Sollte es notwendig sein, dass Sie am höchsten Punkt schlafen, der Tour, dann ist es eine gute Möglichkeit, ohne Gepäck noch 100-200 Höhenmeter höher steigen, von mir aus ein Foto von diesem Lager machen und dann wieder runterzukommen, also den Körper sozusagen mit leichter Belastung daran zu führen, dass die Luft noch dünner sein kann. In der Selbstreflexion und durchaus auch ärztlich evaluiert ist der sogenannte Lake Lewis Score, der lässt also einfließen, dass nicht nur der Kopfschmerz ist, sondern da kann man sich selber fragen oder der Expeditionsarzt überprüft, ob eben auch gastrointestinale Beschwerden, immer kein mit leicht, mittel oder stark, Müdigkeit, Schwindel oder Schlafstörungen aufgetreten sind und ein Score von größer gleich 3, das ist nicht allzu viel, wenn man das zusammenzählt, also ein bisschen Übelkeit, ein bisschen schlechter geschlafen und mäßige Kopfschmerzen wären schon in Summe das Zeichen von Acute Mountain Sickness, also der niedrigen Form, der geringen Form der höhenspezifischen Erkrankung, die ein Vorbote sein kann, wenn man diese Symptome missachtet und mit Symptomen weiter aufsteigt, dass man dann durchaus auch in diese Notfallsituation des Höhenhirnödems und des Höhenlungenödems kommen kann. Das Problem, das sicher in Bergsteigerreisen, vor allem bei organisierten Touren ist, dass diese Symptome sehr oft verheimlicht oder ignoriert werden. Daher ist die Kameradenbeobachtung ganz wichtig. Ändert sich die Stimmungslage? Ist jemand teilnahmslos? Rastet er auffällig lange? Diese Geschichten wären durchaus fürs Höhenlungenödem eine mögliche Vorbote. Bemerkt man Trittunsicherheit, Ataxie als Zeichen eines möglichen drohenden Hirnödems, wo dann in einer gedeihlichen Kameradschaft schon der Ratschlag
gesetzt werden soll, wieder abzusteigen oder zumindest auf der gleichen Höhe zu bleiben, bis diese Symptome verschwinden. Ja. Überall in, das ist halt in Nepal, Himalayan Rescue Association, eine sehr gute, sehr rührige Notfallsgesellschaft in Nepal, hängen diese Schilder herum. Es gibt die 5 goldenen Regeln von dieser Rettungsgesellschaft. Jeder kann höhenkrank werden, aber niemand muss daran sterben. Also die Todesfälle durch Höhenlungenödem und Höhenhirnödem sind traurig, sind aber vermeidbar. Jede Gesundheitsstörung in der Höhe gilt als Höhenkrankheit, solange das Gegenteil bewiesen ist. Bei Symptomen entsprechend dem Lake Lewis-Score kein weiterer Aufstieg. Wenn es dir schlechter geht, dann steige ab, so weit ab, wo es dir zuletzt gut gegangen ist. Deswegen ist der Berg nicht gestorben. Der Berg ist nur gestorben, wenn sie nur für diesen Berg 5 Tage haben, komme, was da wolle, da geht es mir gut, ist das Wetter schlecht, ich muss darauf. Das kann dann durchaus zu Krisen führen. Und Personen mit AMS sollten nicht alleingelassen werden. Es gibt auch Akklimatisationshilfen. Das Wesentliche ist das meines Erachtens Notfallmedikament. In den angloamerikanischen Bereichen wird Diamox durchaus als Akklimatisationshilfe eingesetzt. Ja, es verkürzt die Akklimatisationszeit. Die europäischen Gesellschaften sind da eher zurückhaltend. Ich schließe mich dem auch an, weil die Gefahr meines Erachtens ist, dass man damit Symptome der drohenden Bergkrankheit verschleiern kann und damit gleich sozusagen die Acute Mountain Sickness bypasst und gleich in die gefährlichere Situation kommt. Sie möchten nicht glauben, was genommen wird als Akklimatisationshilfen. Auch am Kilimanjaro ist mir zu überlaufen, ich war noch nicht dort, sagt man, dass im letzten Hochlager am 5. Tag vom Gipfelsturm fast jeder Cortison nimmt, also Dexamethason nimmt, weil Schädelweh haben, weil es ihnen nicht gut geht und der Berg ist doch einer der 7 Summits. Das ist ein Hasardspiel, weil damit gehen sie schnurstracks in diesen Risikobereich, sie überschreiten sie durchbrechen mit dem Medikament, die Warnsymptome gehen trotzdem höher und auch wenn der Kilimanjaro ein relativ leichter Vulkankegel ist, technisch absolut leicht, ist halt der Vulkankegel, aber trotzdem hoch ist, ist er vom Höhenrisiko und auch für höhenspezifische Notfälle ein sehr gefährlicher Berg. Physikalisch, es boomen auch in Österreich Hypoxiekammern, das sind im Prinzip Plastikkammern, wo künstlich Höhe simuliert wird, meistens durch Reduktion des Sauerstoffgehaltes, also ein FiO2 von 11% simuliert eine Höhe von 4800 Metern etwa. Da kann man sich reinlegen, arbeiten, laufen gehen, was auch immer drin, Laufbahn, Radl fahren. Das Problem ist, dass diese Akklimatisation nicht allzu lange hält. Ja? Also wenn Sie dann aus der Tüte rauskommen, rüberfliegen und drüben auf den Berg gehen, haben Sie fast allen Benefit der Akklimatisation schon wieder verloren. Meine Empfehlung ist, das Geld lieber zu investieren und vielleicht eine Woche länger das Land kennenzulernen und vor Ort zu akklimatisieren. Es treibt bunte Blüten. Ja, der linke Mann ist Dick Bass, ein Milliardär aus Texas, der sich als sportliche Herausforderung gesetzt hat, die 7 Summits, also die höchsten 7 Berge aller Kontinente zu besteigen. Hat er auch geschafft. Alles mit Sauerstoff. Es ist für mich eine Frage, es ist sicher nicht Biofirmins. Sauerstoff ist für mich durchaus ein Notfallmedikament, kein Thema. Sehr viele gehen in der großen Höhe mit Sauerstoff, weil sie es sonst physiologisch nicht packen würden. Das Problem dabei ist, dass sie mit dem Sauerstoff, mit der Sauerstoffgabe in der großen Höhe die Akklimatisation oder auch die Auseinandersetzung mit der großen Höhe kaschieren, maskieren. Ja? Wenn sie mit 2 Liter Sauerstoff den Berg hinaufgehen, sind sie auf 6000 Meter, nicht auf 8000 Meter, dann friert das Ventil zu, dann ist die Flasche leer, auf einmal sind sie tatsächlich auf 8000 Meter Höhe. Also Sauerstoff ist eine Hilfe, ist ein Notfallmedikament der ersten Wahl, aber meines Erachtens kein Mittel, um einen Berg zu machen. Und dieser Mann, ich habe den Namen vergessen, hat sich am Second Step auf Everest immerhin einen Viagra-Boost gegeben, um den Summit noch zu bekommen. Das sind die Blüten, den Berg zu machen. Sei ihm ungenommen. Wenn ich die Möglichkeit habe, spreche ich mir dagegen aus. Wenn Sie $100.000 zu viel haben, jeder kann den Everest gehen. So schaut es auf dem Everest ungefähr aus. Ja? Aber Sie können sich vorstellen, alles fix verlegt, Fixseil und so weiter. Jeder geht mit Sauerstoff. Was ist, wenn da jetzt irgendeiner schwächelt? Sie können den nicht überholen. Sie haben den Sauerstoff genau berechnet. Ja, solange alles gut geht, schönes Wetter ist, nicht zu kalt ist, geht das auch gut. Aber Sie, das mit Sauerstoff raufgehen, um eben den hohen Berg zu machen,
machen, ist ein riskantes Spiel und sehr viele Unfälle passieren eben auch, oder höhenspezifische Probleme, Notfälle, Todesfälle passieren, weil man diese Situation falsch eingeschätzt hat. Im Abstieg, wo die Sauerstoffreserven dann zu Ende gehen, wo auch die körperlichen Reserven zu Ende gehen, also weil ich eh einen Porter habe, weil ich eh Fixseile habe, weil ich eh Höhenträger habe und Sauerstoff habe, das ist noch immer nicht die Garantie, den Gipfel zu machen. Weitere höhenspezifische Erkrankungen und Notfälle nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Der häufigste nicht dramatische Todesfall in der großen Höhe ist die Thrombose, die daraus folgende Lungenembolie, bedingt durch Flüssigkeitsmangel, enges Schuhwerk, Liegen im Zelt und dann plötzlich aufstehen, Hustenreiz, was auch immer, und der Thrombus fährt ab. Also die häufigste nicht dramatische Todesursache in der großen Höhe ist die Pulmonalarterienembolie. Meine Aufgabe ist es, wie ich da ein bisschen dargelegt habe, das Ganze abzuklären und in der Beratung mit dem Bergsteiger Notfälle bestmöglich zu vermeiden. Risikofaktoren sind logischerweise, worauf man achten soll, Lunge und Herz. Also alles, was die Ventilation, die Perfusion und die Diffusion stören können, wirken sich in der Höhe dramatischer aus. Auch wiederholte Höhenlungenödeme. Wenn jemand höhenkrank ist, ist die Gefahr, wieder höhenkrank zu werden, um ein Vielfaches erhöht. Jede Form von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch mittelgradige Herzvizien und alles, was mit Gerinnung zu tun hat, aber auch eher in Kälte gesagt, Renault-Syndrom. Die Migräne ist ein bisschen ein kritisches Moment, weil Sie können dann in der Höhe nicht unterscheiden, ist es Migräne oder der akute Kopfschmerz aufgrund der akuten Bergkrankheit, weil die Symptomatik ähnlich ist. Ja, und es ist sogar die Frage, ob das die gleiche Pathogenese hat, Migräneanfall und dieser Höhenkopfschmerz. Absolute Kontraindikationen gelten die hier aufgelistete, logischerweise, also schwere Herz- und Lungenerkrankungen ab mittelgradigen Vizien, Lungenoperationen, das erklärt sich, glaube ich, von selber. Das heißt, absolute Kontraindikation, 8% der Reisenden machen überhaupt nur eine reisemedizinische Beratung. Dafür, dass so wenige sich damit auseinandersetzen, passiert eh relativ wenig. Also das kann ich nur sagen, wenn er zu mir kommt. Viele davon gehen natürlich auch in die Höhe oder machen Reisen, ohne dass sie sich von einem Arzt beraten lassen. Wenn Sie Expeditionsarzt werden wollen, ich kann dazu nur heiß raten, auch wenn ich nicht als Expeditionsarzt momentan tätig bin, reicht nicht nur das, was ich Ihnen ein bisschen erzählt habe. Sie sollten über Tropenmedizin, Notfallmedizin, mein hiesiges Steckenpferd, Bescheid wissen, unfallchirurgisch ein bisschen, Mundchirurgie, Sie sollten ein relativ guter Bergsteiger sein, Bergrettungstechnik auch, also Sie sollten eine große Bandbreite abdecken. Was leicht gesagt ist hier, das gehört eigentlich im Vorhinein abgeklärt, nämlich wer hat die Entscheidungshoheit? Der kommerzielle Chef auf der Expedition, der natürlich einen Erfolgsdruck hat, der seine Kunden auf den Berg bringen will, oder der Arzt, der sagt, da gehst nicht weiter, gehst runter. Auch durchaus hohe Bergekosten, wer trägt dafür? Für den Arzt selber ist zu entscheiden, will er selber auf den Gipfel oder geht er maximal bis zum Basecamp mit. In der Vorbereitung schon schauen, ist jemand überhaupt für die Höhe geeignet, am Anmarsch die Akklimatisation überprüfen, im Basislager dauerhaft die Akklimatisation überwachen und auf Symptome der höhenspezifischen Krankheiten achten. Am Gipfelgang, wie gesagt, mit dieser kleinen Apotheke, mit diesen 5 Medikamenten schauen, dass bestmöglich nichts passiert. Kurt Dienberger, wie gesagt, ein höhenerfahrener Bergsteiger aus Österreich, der am längsten in der Todeszone überlebt hat, meint, dass aus einem Bergsteiger es leicht ist, einen guten Arzt zu machen, als umgekehrt. Sollten Sie Interesse haben, dort einmal auch Notfallmedizin tätig zu sein, auch das ist nett. In Ferice, das ist auf 4000 Meter am Everest Track, also am Weg zum Everest, gibt es eine Höhenklinik sozusagen von der Himalayan Rescue Association. Dort wird um gutes Geld unvernünftige Höhenbergsteiger versorgt, dafür kostenfrei auch die einheimische Bevölkerung. Die einheimische Bevölkerung hat halt die Notfälle von eingewachsenen Zehennägeln und vereiterten Zähnen, und die Höhenbergsteiger haben halt höhenspezifisch höhentypische Erkrankungen. Es ist gutes Geld, Sie können mit Visa und mit Mastercard zahlen. Das ist die Preisliste von vor 15 Jahren, und da vielleicht kann man es nicht so genau lesen, aber Sauerstoff kostet $50 die Stunde. Ja? Und die
Medikamente Acetazolamid wird pro Stück verkauft mit $10 pro Stück. Ja, also geht dann durchaus auch ins Geld. Abschließend danke, dass ich bei euch vortragen habe dürfen. Meine Heimat hier in Graz ist die AGLB-Medizin. Wir haben einen sehr schönen Kongress gemeinsam mit der AGN letztes Jahr gemacht. Bergnotfall am Dachstein 2017 mit Peter Ball, das war die Hypothermie. Den Hypothermie-Workshop im Eispalast am Dachstein. Mit Studenten machen wir einmal im Winter so einen Basic-Kurs, wo wir Biwak gebaut haben. Spaß haben wir auch, bin ich und der Vorsitzende beim Austria Extreme, also bei dem Marathon quer durch die Steiermark 2015. Sollten Sie noch Fragen haben, bitte jederzeit und gerne. Wenn Sie dazu Fragen haben, also das ist der Everest, das ist der Nupze, dahinter ist der Lhotse, das ist der Eisfall und da ist das Everest Base Camp in etwa. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.